Ja, wie im Intro gerade angekündigt, heute geht es um Restnutzungsdauer. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier Kapuze auf habe, damit die Sonne nicht so blendet. Ihr seht das schon, mit meinen Augen muss ich hier mit schon zuhalten, aber drin habt ihr viel zu viele Nebengeräusche von den Jungs. Dementsprechend heute Restnutzungsdauer ganze 222.000 Euro im Jahr mehr Abschreibung kommt bei mir raus, wenn ich das Ganze überrechne. 222.000 mehr Abschreibung. Mega geil. Wenn man jetzt mit einem Zinssatz von nur 40% rechnet, hat man da mal summa summarum locker 170.000 Euro Steuern im Jahr gespart. Ich finde das super. Die ganzen Gutachten haben mich circa 7.000 Euro gekostet. Wenn das alles so akzeptiert wird, dann habe ich damit eine gewaltige Erhöhung. Wo kommt das her? Ich habe 7 Häuser untersuchen lassen. Das Ganze geht von 7 Jahren bei dem schlechtesten Haus, und das ist auch noch eins der teureren gewesen, bis zu 30 Jahren bei den etwas besseren Häusern. Das heißt also, je nachdem, ob das Haus vor 1918 ist, es glaube ich, gebaut ist, hat man ja anstatt 2% Abschreibung dann 2,5, also 50 Jahre und 40 Jahre sind 2% Abschreibung und 2,5% Abschreibung. Und bei mir geht es dann von 3,33% Abschreibung, das heißt also bei 30 Jahren, bis auf 11,8% Abschreibung, wenn ein Haus nur 7 Jahre hat. Und jetzt habe ich einfach mal die Kosten genommen, die das Haus gekostet hat. 80% Grund und Boden, das genau, nee, 20% abgezogen fürs Gebäude, also 80%, und habe das Ganze berechnet und komme da von 7.000 bis zu ja, einem dreistelligen Betrag an Steuern, die man dann pro Jahr, also nicht an Steuern, nochmal falsch gesagt, an Abschreibung, die man dann mehr hat pro Haus. Ich bin da wirklich gespannt, wie sich das verhält, auch wenn man dann noch Renovierungen durchführt. Insgesamt bin ich da auf jeden Fall sehr positiv mit zufrieden und muss sagen, wow, wenn das so geklappt hat, war das ein super guter Schachzug. Ich werde berichten hier auf meinem Kanal, wenn das Ganze vom Finanzamt und Co. angenommen ist. Ja, und ansonsten würde ich sagen, das war's jetzt zum Thema Mehrfamilienhäuser und Restnutzungsdauer. Die andere Frage, die ich euch noch beantworten wollte, ist, was geht dieses Jahr noch? Ich bin hier gerade im Sauerland, fahre hier nicht direkt ins Sauerland, aber mit meinen Jungs, wo wir früher Pfadfinder gewesen sind, schon seit über 20 Jahren, immer das letzte Wochenende vor Weihnachten, fahren wir zusammen los und treffen uns wieder. Wir sind alle ziemlich weit verteilt über ganz Deutschland, und ich komme halt sogar aus der Schweiz. Und ja, da treffen wir uns immer wieder und erzählen uns, was alles so im Laufe des Jahres passiert ist. Machen jetzt hier noch eine Wanderung auf den, keine Ahnung, Etzelberg heißt er, glaube ich, und gehen dann nochmal auf der Hütte ein Bierchen trinken. Ansonsten gibt es nächste Woche noch ein Update zu einem Video aus Madeira und wie es da läuft mit der Renovierung. Aber auch ihr könnt erfahren von meinem Video die 10 Gründe, was du aufpassen musst, wenn du auf Madeira ein Haus kaufen willst. Wenn dich das interessiert, abonniere hier gerne meinen Kanal. Und das war es heute mit einem sehr kurzen Video hier wirklich aus dem schönen Sauerland. Ihr könnt es sehen, aber es ist halt einfach schweinekalt hier draußen und es ist die Sonne total am Schein. Deswegen blendet mich das hier ungemein. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, Dennis von Immo Incubator. Ciao.